Hallo zur DSA-Reihe Dämonikon. Auf dem Kanal sind wir auf Live und mit mir, dem Digihelden, der gerade im Tastatur spielt. Entspannt zurücklehnt und immer noch mit Tastatur spielt. Oh, Talentrang. Du hast Abenteuerpunkte AP erhalten. Erhöhe den Rang eines Talents in der Charakterverwaltung auf Rang 1 unerfahren. Ja, das machen wir. Da gibt es einmal Pflanzenkunde, dann gibt es Sagen und Legenden, dann gibt es nochmal Pflanzenkunde und da gibt es Benutzen. Und wenn ich mich nicht irre und jetzt sehr lang laufe zu diesem Schatz, dann kommen gleich ganz viele fiese Messer hoch. Aber, genau. Und das lässt sich verhindern, indem man halt aber Schlösser knacken. Und hier kann man auch irgendwas direkt da. Grobschmied. Fall entschärfen. So, dafür braucht man halt Talente. Und ich werde mich für dieses entscheiden. Sagen und Legenden. Weil dadurch bekommt man halt eben sehr viel Hintergrundinformationen auch nochmal über DSA halt, was mich selber halt auch interessiert. Und zum anderen, weil halt dadurch, dass ich diese Sachen lese, kriege ich halt zusätzliche APs, also Abenteuerpunkte. Und es gibt meiner Meinung nach nichts Wichtigeres als Abenteuerpunkte bzw. Talentpunkte oder wie man sie auch nennen mag, in einem Rollenspiel. Also du kannst zwar ein besseres Schwert finden, dann kannst du besser zuschlagen, aber deine Ausdauer ist vielleicht immer noch kacke und dein Leben ist immer noch weiter unten. Du hast halt einen größeren Angriff, das ist alles. Aber mit Abenteuerpunkten kannst du halt auch den Angriff und die Verteidigung und die Kraft und alles Mögliche steigern. So, egal. Charakterverwaltung. So, und da soll ich jetzt... hier raus etwas suchen. Fingerfertigkeit. Ah, gut, dann fangen wir mal an. Für knifflige Arbeiten und Taschenspielertricks. Die Fingerfertigkeit ist die wichtigste Eigenschaft für Diebe und Handwerker. Ja, für uns auch. Charisma, es geht um deine Ausstrahlung, Chiron. Einen guten Preis bekommst du nur, wenn du einen guten Eindruck machst. Was? Nein, Kalendra, auch Schwindelei muss man trainieren. So, und dann gibt es hier noch Intuition. Unser Geist kann nicht alles erfassen, Chiron. Vieles musst du einfach spüren. Mit einer guten Intuition kannst du Dinge entdecken und Probleme lösen, von denen andere nicht einmal etwas ahnen. Und dann haben wir noch Klugheit. Streng deinen Kopf an, Sohn. Belesenheit und Kombinationsgabe schützen dich vor Dummheit und helfen dir, die Welt besser zu verstehen. Beeinflusst Sagen und Legenden und Pflanzenkunde. Halt so verwandt, die beiden, ne? Hier gibt es einmal Sagen und Legenden und Pflanzenkunde. So, und ich will halt Sagen und Legenden steigern. So, und jetzt habe ich halt so viel Abenteuerpunkte ausgegeben, dass ich jetzt den Rang unerfahren habe. Ja. Damit kann ich jetzt das hier lesen. Und dafür werde ich jetzt Abenteuerpunkte kriegen. Aus den Aufzeichnungen des Pexgeweihten Perdrion Norderstedt, der heißt tatsächlich Norderstedt, Veteran der dritten Dämonenschlacht. Pexgeweihter, ne? Wo wir gerade schon von Geweihten gesprochen haben. Hier geht es halt um den Fex. Fex ist halt der Gott der Diebe und der Händler. Und auch die haben Geweihte. Ja, ich meine, es gibt halt einen Gott, der hat halt so eine Art
Der hat halt Priester, so wie die Kirche bei uns halt Bischöfe hat. Oder ja, auch Priester hat. Und dieser Gott ist halt der Diebe, der halt der Gott der Diebe und der Händler. Ich meine, da laufen Diebe rum, die mit dem Segen dieses Gottes durch die Gegend laufen. Und das ist schon sehr witzig, finde ich. Wer immer gegen diese giftspeienden Widernatürlichkeiten antritt, sollte aus der Rolle heraus angreifen und sich ansonsten tunlichst auf Distanz halten. In Bedrängnis geraten, bediene man sich der Betäubungsschläge. Ich bezweifle zwar, dass die Taumelnden ein Bewusstsein haben, das man trüben könnte, aber vermutlich greift die Kraft ihrer unheiligen Herren irgendwo am Schädel an, den ihre solche Schläge ein paar Momente lang entreißen. Da, 4 Abenteuerpunkte erhalten und einen neuen Codex eintragen. Leider kann ich nicht Pflanzenkunde lernen. Oder das. Ich kann es. Aber dafür muss ich halt Talente opfern. Und das kann mit der Zeit echt teuer werden. So, das haben wir alles. Das haben wir alles. Nicht. Es geht weiter. Ich will da rein. Na gut. Das übrigens ist das Tutorial. Der Knochen wurde säuberlich abgenagt. An einigen Stellen weist er Bissspuren auf. Okay. Wie unheimlich. Ganz spannend. Hier ist wieder so eine Falle, die wir aber leider nicht entschärfen können. Also, ich weiß nicht, wie viel wir jetzt. Achso, das war die Pflanze. Wie viel wir jetzt verpassen, dadurch, dass ich halt solche Fallen nicht aufmachen kann und so. Guck mal hier, das ist schon Rang 7. Also, da muss man halt auch nochmal nachher nochmal rein. Weil, das kann ich schon mal jetzt sagen, dass wir hier Rang 7 nicht werden. Die Bissspuren stammen von Zähnen eines Menschen. Eines wirklich großen Menschen. Hier ruht Magnus Major Loro Lütger Krakel zu Ysilia. Sag ich jetzt mal. Sein Leben geführt im Dienste rasender Gelehrsamkeit endete mit dem jähen Ausbruch arkaner Kraft im Verlauf eines magischen Experimentes. Sein Tod möge als Mahnung an alle Scholaren der Magie gelten. Wisset um eure Grenzen. Er liegt nicht eurer Macht. Meidet die Versuchung des Molchenbergs. Ja. Machen wir. Machen wir später. Oh, oh, oh. Was passiert? Eine Zwischensequenz. Kalander! Wo bist du? Ja. Schnell! Was nun? Bah. Lächerlich! Ja auch irgendwie so ein bisschen, aber kann man nebenbei so ein bisschen quatschen, während man die alle wegschnetzelt, weil der Anspruch ist hier wirklich nicht da. Echsendarm, ich wollte schon immer mal Echsendarm haben. So, gibt es hier in der Runde noch was? Nö. Außer
dutzende Totenschädel hinmischt. Was nun? Schon wieder in sich zwischen den Grenzen. Chiron, ich wusste, dass du kommen würdest. Ich wusste, dass du dir Ärger einhandeln würdest. Du brauchst sofort Hilfe. Nein! Hol Vater! Ich warte hier! Kalandra, hör mir zu! Tu es nicht! Wir sind beide verletzt! Du könntest unser Blut vermischen! Vater und seine verfluchten Regeln! Wenn ich dich nicht sofort verbinde, stirbst du! Bitte, Chiron! Wir wissen nicht, was dann geschehen wird! Halt still! War es das wert, nur um die Hochzeit herauszuzögern? Ausgerechnet mit diesem Mann. Chiron, sei kein Idiot. Es ging dir gar nicht um die Hochzeit? Es geht um diese ganzen Menschen. Der Kerl hat sie entführt. Ich glaube, er will sie. Das wäre so schrecklich. Wir müssen sie retten. Dann halt still. Was war das? Irgendwas ist anders. Spürst du es auch? Darüber können wir später nachdenken, wenn wir überleben. Halt die Stellung. Ich gebe dir Rückendeckung. Kannst du kämpfen? Ich bin zäher, als du denkst. Und seit diesem, was es auch war, hat das Bluten aufgehört. Und nimm diesen Trank. Du wirst ihn eher brauchen als ich. Du hast einen Trank? Ich habe ihn nicht genommen, weil ich dachte, die Ungeheuer hätten die Flasche zertrampelt, als sie mir die Tasche runtergerissen haben. Dein Glück, dass ich vorhin keine Zeit hatte, hinzukriechen. Warum hast du nichts von dem Heiltrank gesagt? Willst du das wirklich jetzt besprechen? Vergiss es. Vergiss es. Ein Heiltrank. Oh, das sind jetzt auch schon andere Gegner. Schnetzel. Es wird geschnetzelt, bis es schnetzelt. Gehetzelt. Ha, ha, ha! Haben wir da weggerennt. Gar nicht. Oh. Daneben. Das Eis scheint ihn böse zu machen. Also so böse tot. Ja, schon. Was? Ich wollte ihn nochmal looten. Wie hast du das gemacht? Du hast gerade eine Kreatur aus den Niederhöllen niedergemetzelt. Und wir leben beide noch. Fest zuschlagen und nicht getroffen werden. Ganz einfach. Mein Bruder, der Held. Oh, mächtiger Chiron, lehre mich weiter die Kunst des Krieges. Deine Worte sind süß wie Honig und treu wie der Morgen. Doch jetzt im Ernst. Das war mehr als nur der Mut der Verzweiflung. Es war Magie. Magie? Weil mein Blut in dein Blut geflossen ist? Was hat dieser Mann vor? Und was hast du damit zu tun? Zuerst dachte ich, dass er ein netter Kerl wäre. Ich habe mich ganz schön geirrt. Ich habe ihn nachts gesehen, nahe unserem Zelt, mit einem kleinen Mädchen. Seine Hände, sein Gesicht, alles war voller Blut. Ich weiß nicht, wie alt dieses Mädchen war. Vielleicht 12. Sie weinte und bettelte um Gnade, während er sie wegzerrte. Ich bin ihm dann heimlich gefolgt, um ihn im richtigen Moment zu erledigen. Auf dem Weg hat er noch eine Frau niedergeschlagen und mitgeschleppt. Heute Nacht? Draußen wird es schon hell. Beim nächsten Mal warte ich, bis du auch wach bist. Doch im Molchenberg habe ich seine Spur verloren. Die Biester sind ihm alle ausgewichen und haben sich stattdessen auf mich gestürzt. Aber jetzt komm. Wir müssen ihn erledigen, bevor er den beiden etwas antut.
konnte unser Blut so eine Wirkung haben? Ich weiß nur von Magiern, die mit ihrem eigenen Blut zaubern. Die Borbaradianer. Vater hasst sie, seit wir Kinder waren. Erinnerst du dich, wie er sie immer verflucht hat, wenn er betrunken war? Deshalb die ewigen Verbote und die Heimlichtuerei. Der Hund hat es all die Jahre gewusst. Er liebt uns, das wissen wir. Warum sollte er uns so etwas Wichtiges vorenthalten? Er wird ein paar Fragen beantworten müssen, wenn wir zurückkommen. Dieser Mann, du bist nicht deswegen mit ihm gegangen? Ich meine, um die Hochzeit zu verhindern. Mit seiner Hilfe. Hast du nichts Besseres zu tun, als dich um meine Jungfräulichkeit zu sorgen? Ich bin dein Bruder. Und das ist gerade der einzige Grund, warum du dir keine Ohrfeige fängst. Aber um dich zu beruhigen. Nein, die kleine Rose Kalandra wurde vor ihrer Ehe nicht gepflückt. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Die Zeit läuft uns davon. Wenn wir die Gefangenen befreien wollen, müssen wir uns beeilen. Eine Sache noch. Das habe ich bei einem Toten hier gefunden. Eine Besitzurkunde für ein Haus in der Oststadt. Ich kannte den Toten. Sein Name war Prayodan Kastik, ein Fischhändler aus Mendena. Er hatte ein kleines Haus in der Oststadt. Irgendetwas hier hat ihn schrecklich entstellt. Eigentlich sollten wir die Urkunde seiner Familie zurückgeben. Mach du das. Du kanntest ihn. Wir werden uns nicht an dieser Familie bereichern. Du weißt, was Vater dazu sagen würde. Chiron, wir hätten das Geld zum Überleben gut gebrauchen können. Ja, Vater. Aber ich verrate dir einfach nicht, dass ich ausnahmsweise mal an andere gedacht habe. Sohn, du bist viel zu anständig. Eines Tages wirst du dich für jemand anderen in einen gähnenden Abgrund werfen. Ich werde es mit Freuden tun, um dich zu ärgern. Fein, dann lass uns gehen. Der Entführer wartet. So, du hast Gabenpunkte GP erhalten. Mit ihnen kannst du Gabenzauber lernen und verbessern. What the hell? Gabenzauber. Das muss sowas sein hier. Tatsächlich. Wuchtschlag, fest draufhauen, Sohn. Ganz einfach, es muss nicht immer elegant zugehen. Ausweichen. Kälte der Niederhöllen umschmiegt deine Haut und nagelt deine Feinde an den Boden. Dämonische Aura. Die Niederhöllen sind mit dir. Dämonische Kraft beflügelt jeden deiner Schritte. Gib dich hin und lass dich von ihr umschließen. Irgendwie sowas für Vampire. Ist ja witzig. Bei allen Kanten. Doch, hier geht's auch. Warte. Na, komm schon. So. Das Ding hat da noch irgendwie so. Mehr. Da. Gefrorene Adern. Jeder Anzug ist Kälte und jeder Herzschlag drückt sie tiefer in die Adern. Okay, so. Dann hätten wir das auch. Jo.
Dann gehen wir mal daran, den Typen zu töten, der das hier alles verursacht hat. Aber leider erst im nächsten Teil, denn dieser Teil ist leider auch schon wieder vorbei. Und ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Teil wieder, wenn es wieder heißt Dämonikon mit dem Diäten. Tschüss!